Allgäu TV Spezial. fünf Kurven, 400 Höhenmeter, etwas mehr als 6 Kilometer Länge. Das sind erstmal die Fakten, die den Jochpass an sich beschreiben. Die kurvenreichste Passstraße Deutschlands ist auch die höchstgelegene Bundesstraße Deutschlands und nicht nur an einem bestimmten Wochenende Ziel zahlreicher Auto- und Motorradfreunde. Aber an diesem einen Wochenende im Oktober ist alles anders. Über 300 Motorisierte aus allen Teilen Deutschlands und darüber hinaus zieht es nach Bad Hindelang. Das Jochpass Memorial ist eine Institution, findet heuer zum 23. Mal statt und erinnert an die legendären Jochpassrennen, die hier seit 1923 ausgetragen wurden. Dieses Jahr also eine Jubiläumsveranstaltung, 100 Jahre Jochrennen. Der Historie wird auch in einer Ausstellung gedacht. Hier treffen wir Uwe Lassau, den Organisator des Jochpass Memorial 2023. Hat die Vorbereitung für das 100-Jährige länger gedauert als sonst? Vom Prinzip her ist es nach dem Rennen, vor dem Rennen. Und wir haben letztes Jahr im November schon mit den Vorbereitungen für dieses Jahr angefangen. Und jetzt hier, ihr habt die tolle Ausstellung hier auch vorbereitet. Was gibt es denn hier alles zu sehen? Also es fängt an von der Uhrenmarke Junghans, eine Ausstellung über die Geschichte, bis hin zu alten Formelfahrzeugen, bis hin zu Vorkrieglern, bis hin zu alten Bildern. Also wir haben versucht, das ganze Portfolio ein bisschen abzubilden. Dieses Mal ist natürlich besonders, sage ich mal. Aber was ist denn an sich das Besondere am Jochpassrennen? Es ist die höchstgelegene Bergstrecke mit 106 Kurven über 300 Meter Höhenunterschied. Und es macht verflucht viel Spaß, dieses Ding zu rocken. Ich habe das vorhin schon gemerkt, ich bin durch die Mengen gelaufen, die Leute reden miteinander, da ist irgendwie ein Zusammenhalt da, ein Austausch. Es ist ein bisschen wie eine Familie. Ja, ich glaube, wer einmal diese Benzinluft und den PS-Geschmack in sich hat, der hört damit nicht mehr auf. Und wir leben alle miteinander das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft. Und wir hoffen, dass das in Deutschland noch lang geben wird. Und das ist nicht gesagt, denn dem Jochpass Memorial droht das Ende. Die nächste Veranstaltung, das 101. Rennen, könnte das letzte sein. Denn solch ein Rennen, sanfter Tourismus, der achtsame Umgang mit der Natur und die Nachhaltigkeitspolitik Bad Hindelangs passen, so hat es der Gemeinderat beschlossen, nicht zusammen. Ein Ende des Rennens gab es schon einmal. Zu Beginn, 1923, ging es darum, den Pass so schnell wie möglich hochzukommen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es ab 1954 so weiter. Erst 1989 fand das Jochpassrennen ein Ende. Zu laut, zu gefährlich, nicht mehr zeitgemäß und es passte nicht mehr zum sanften Tourismus, dem sich Bad Hindelang verschrieben hatte. Ende der 90er Jahre kam das Rennen aber zurück, als Jochpass Memorial. Jetzt kam es nicht mehr auf pure Geschwindigkeit an, das Rennen wurde eine Gleichmäßigkeitsprüfung. Die Fahrer geben sich vor dem Start eine Zeit vor, in der sie die Bergstrecke bewältigen wollen und wer am Ende am nächsten an seiner Zeit ist, gewinnt. Der Leidenschaft der Oldtimer-Freunde hat diese Änderung im Reglement keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, von Jahr zu Jahr melden sich immer mehr Fahrer und Fahrerinnen an. Also das Besondere hier am Jochpass ist eigentlich die 105 Kurven. Das liebt jeder, der gerne ein bisschen schneller fährt. Und deswegen haben wir auch hier sehr viele Vorkriegsautos und natürlich viele Sportwegen, wie der hier oder da hinten haben wir noch viele. Also es ist einfach ein Traum, auch wenn das Wetter manchmal nicht ganz so ist. Wir haben schon Schnee gehabt, wir haben aber auch schon 25 Grad gehabt, wie vielleicht vorgestern. Haben wir noch gehofft, dass schön Wetter bleibt. Aber jetzt werden wir sehen, dass wir gut, eventuell etwas nass durchs Wochenende kommen. Gell? Es ist wie eine Familie, wenn man so viele Bekannte trifft und ich finde es einfach toll, auch das Wetter heute passt und man kennt so viele und es ist einfach ein tolles Erlebnis. Woher kommt denn diese Leidenschaft für die alten Autos, für das Rennenfahren?
Also bezeichnend ist, dass jeder aus seiner Jugend mit irgendeinem Auto etwas verbindet. Und die meisten Leute fahren ein Auto, was sie aus ihrer Jugend kannten oder sich früher nicht leisten konnten. Und wer den Virus einmal hat, der wird nicht los. Also die meisten davon sind nicht nur Rennfahrer, sondern auch einfach Tüftler. Ja, wir sind alle, wie gesagt, gaskrank. Und interessant ist, wenn du dann mit den Leuten sprichst und sagst, wir haben so viele 911er, und sagt er, ich habe noch den, ich habe noch den, ich habe noch den, ich habe noch den. Also ich kenne kaum einen Teilnehmer hier, der nicht wenigstens zwei oder drei Autos hat. Auch unter den Teilnehmenden hat sich inzwischen herumgesprochen, dass das nächste Jochpass Memorial 2024 das letzte sein könnte. Natürlich weiß das auch die Oberallgäuer Landrätin. Indra Bayer-Müller ist als Beifahrerin in einem 74er BMW 02 am Start. Im Prinzip ist auch sie pro Jochpass Memorial, wenn auch mit Einschränkungen. Ich glaube, einmal im Jahr ein solches Rennen hier zu haben, ist schon auch für die Region was Besonderes. Aber können Sie die Bedenken vom Gemeinderat nachvollziehen? Ja, ich kann das schon auch verstehen. Es ist laut, ja, man hört es ja jetzt auch gerade. Und das ist nicht für jeden jetzt gleichermaßen toll. Gleichwohl denke ich, lieber haben wir einmal im Jahr ein solches Rennen hier, als dass wir 365 Tage im Jahr Menschen haben, die hier hoch rasen. Ich glaube, da haben wir reglementiert, das ist auch in Ordnung. Aber ich finde, eine solche Veranstaltung hat schon auch ihr Recht, hier zu sein. Hier fährt Geschichte, ja, und insofern finde ich, ist das schon auch etwas, was stattfinden darf und auch zukünftig stattfinden sollte, gleichwohl wir uns als Landkreis natürlich nicht in die Politik der Örtlichkeit hier einmischen wollen. Was ist denn da jetzt die Meinung vom Vorstand zu dem Gemeinderatbeschluss, dass das vielleicht das Vorletzte sein könnte? Der ist für uns nicht nachhaltbar und schlussendlich ist ja die Entscheidung mit 10-9 ausgefallen. Und das war das erste Mal, dass der Gemeinderat in Hindelang sich gegen den Hotel- und Gaststätten- und Tourismusverband ausgesprochen hat, diese Veranstaltung zu 100% unterstützt. Der Mehrwert für Hindelang, wir haben den mal beziffert, der ist enorm. Die Werbewirksamkeit der Bilder nur am Samstag für die gleiche Menge hätte Hindelang 1,7 Millionen in die Hand nehmen müssen. Die Hotellerie profitiert, alle profitieren. Und vom Prinzip her ist das Jochpass am leisesten, wenn wir hier fahren. Und es sind ja nicht nur die Anwohner hier zu besuchen, dürfen staunen, sondern es sind ja wirklich Leute von überall hier. Also die kommen aus ganz Europa und die kommen teilweise mittlerweile viermal im Jahr. Die ersten sind letzte Woche Freitag schon angereist und bleiben 14 Tage. Also der Mehrwert für Hindelang ist definitiv gegeben. Nicht nur die Veranstalter, auch die Teilnehmenden können sich ein Oldtimer-Leben ohne das Jochpass Memorial nicht vorstellen. Klar, Oldtimer-Treffen gibt es viele in Deutschland, auch Ausfahrten mit Oldtimer-Clubs sind jedes Jahr wieder fester Bestandteil des Terminkalenders eines Oldtimer-Besitzers, aber so eine Strecke wie der Jochpass sucht in Deutschland ihresgleichen. Und wie die Fahrzeuge hier hat auch das Rennen selbst inzwischen einen historischen Wert. Das ist eine einzigartige Strecke. Also ist klar, die Historie muss weitergehen hier. Das ist was Spezielles. Und das ist Historie und das sollte man auch beibehalten. Ich finde es halt cool, wenn man zeigt, dass diese alten Maschinen definitiv noch fahrtauglich sind. Und gerade so in der Zeit, wo es um Nachhaltigkeit und so weiter geht, das ist doch der beste Beweis dafür. Das ist doch das Nachhaltigste, was du machen kannst. Die Maschine ist so uralt, aber sie fährt immer noch. Wir hoffen, dass wir da doch noch was bewegen können. Jetzt schauen wir erst einmal das nächste Jahr an und dann werden wir sehen, ob der Gemeinderat sich vielleicht anders zusammensetzt und anders entscheidet. Wir werden sehen. Das wäre fatal, weil das ist ja eigentlich so ein Kulturgut hier. Also es wäre einfach, es würde so viel verloren gehen, wenn das nicht mehr stattfindet. Und wenn das jetzt auch noch ausstirbt, dann, ja, irgendwann gibt es das halt nicht mehr. Also ich fände es fatal. Und jetzt sind doch junge Menschen da. Jetzt muss man es fordern. Und an dieser Stelle müssen wir auch mal über die Besitzerinnen und Fahrerinnen sprechen, denn die Oldtimer-Szene ist längst nicht mehr dem männlichen Geschlecht allein vorbehalten. Die Frauen mischen kräftig mit, wie zum Beispiel Renate Hartmann. Mit ihrem Bugatti Typ 35B aus dem Baujahr 1929 ist sie inzwischen ein alter Hase, was Oldtimer-Rennen angeht. Seit 30 Jahren ist sie bei Rennen und Geschicklichkeitsfahren wie hier am Jochpass dabei.
Ich habe damit kein Problem. Ich habe mit den Männern kein Problem. Man wird auch eigentlich ganz herzlich aufgenommen. Also macht auch richtig Spaß, doch. Richtig toll. Gell? Und Renate Hartmann ist bei weitem nicht die einzige Frau hier. Überhaupt ist das Jochrennen, wie es früher hieß, von Frauen geprägt und von einer bestimmten sogar ziemlich stark, wie Uwe Lassau erzählt. Der Sport ist ja schon lange nicht mehr was nur für Männer, oder? Richtig, also ich bin Vater von 3 Töchtern und man darf nicht vergessen, das erste Autorennen hier im Oberjoch hat eine Frau gewonnen, die Ada Ott. Die hat in diesem Jahr 3 Bergrennen gewonnen und eins davon hat sie im Graben überholen müssen, weil die Männer zu stolz waren, sie vorbeizulassen. Deswegen haben wir dieses Jahr zum 100-Jährigen das Thema Frauen und Motorsport ganz groß aufleben lassen. Wir haben mehr Berichte darüber drin und wir haben auch die Frauenteams besonders hervorgehoben. Wie viele Frauen machen denn dieses Jahr mit? 17. Und ein reines Frauenteam, oder? Jawohl, vom Autohaus Verhersch. Und das hat mich ganz besonders gefreut. Die haben sich sogar von deinem Profi noch coachen lassen, wie sie es mit der Zeitnahme hinkriegen. Mit der Zeitnahme, gutes Sprichwort. Es geht ja hier nicht um Geschwindigkeit, sondern? Um Gleichmäßigkeit. Das heißt, man setzt in seinem ersten Lauf eine Richtzeit und versucht, die möglichst sekundengenau wieder zu treffen. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Da werden hier am Jochpass keine Unterschiede gemacht. Auch Renate Hartmann macht sich keine Gedanken, ob sie hier als Frau eine Sonderrolle einnimmt oder nicht. Ihr geht es ums Fahren, ums Dabeisein und um ein fast unbeschreibliches Gefühl. Ich habe immer schon Spaß am Autofahren gehabt und fahre gern Auto. Und ja, es ist daraus entstanden. Doch, es macht richtig Spaß. Doch, finde es einfach toll mit so alten Autos. Ja, mir ist egal, was für ein Auto. Kannst du mir das Gefühl versuchen zu beschreiben, wenn man da durch die Kurven gast? Was spürt man da so im Blut? Was man da im Blut spürt, ist einfach geil. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach ein tolles Fahren und macht richtig Spaß. Und Spaß ist das, wonach hier alle suchen. Die Sache mit den Frauen und der Technik hat hier keinen Platz. Der Sport ist für jeden und es gibt viele Frauen, die gerne auch Gas geben wollen. Und auf unseren Straßen heutzutage kannst du das nicht mehr machen, also sucht man sich solche Veranstaltungen. Oder man geht auf die Rennstrecke, richtig. Also ich glaube, am Anfang wurde ich schon ein bisschen schief angeguckt, was so eine junge Frau da will. Aber ich mache das jetzt schon seit 12 Jahren und jetzt ist das irgendwie zur Routine geworden. Jetzt ist es super cool. Was ich so toll finde an dem Rennen, bei dem allerersten hat eine Frau gewonnen. Also man sieht es hier immer wieder, eigentlich die Frauen fahren selber mit, sie sind Beifahrerin. Der Motorsport, der ist eigentlich schon lange nichts mehr nur für Männer, oder? Ja, genau. Also finde ich total berechtigt, dass auch die Weiblichkeit jetzt hier mitmacht und eben auch unter Beweis stellt, dass sie es kann. Das ist natürlich schon schön. Freut mich auch sehr, ja. Und auch das schlechte Wetter zwischendurch konnte die Lust am Fahren nicht schmälern. Im Notfall weiß Mann und Frau, was zu tun ist. Ich habe meinen dritten Gang nicht reinbekommen. Der ist durchgeflutscht, den vierten. Aber nachdem es so dermaßen angefangen hat zu regnen, war das auch hinfällig. Jetzt wird es eine Zweigang-Tour da hoch. Mit dem Wetter, tut es irgendwas zur Sache? Macht es irgendwie schwerer? Also tatsächlich kannst du mit den alten Dingern eigentlich kaum fahren, wenn es regnet, weil sie dir sofort wegrutschen. Aber wie gesagt, Spazierfahrt und Winken und dann ist alles gut. Das ist der Flair. Auch die vielen Kurven, dieses Einzigartige. Das ist irgendwie, das ist ein Bergrennen, wie wenn du auf die Rundstrecke gehst mit dem Nürburgring die Nordschleife. Die ist auch sehr anspruchsvoll und ja. Sie haben schon gesagt, die Historie muss weitergehen. Was machen Sie, wenn es jetzt echt das vorletzte Mal ist dieses Mal? Ich weiß es nicht. Das muss man mal sehen dann. Schade wäre es aber auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der Veranstalter und auch die Gemeinde Hildelang, dass die das weiterführen. Weil das ist was, eine Historie Deutschlands auch. Eigentlich insgesamt ist das Event einfach, da geht es um Zusammenhalt. Es geht darum, jeder darf das machen und jeder darf da zuschauen. Ja, und es ist cool. Ganz schöne letzte Worte. Vielen Dank für das Gespräch. Und mindestens einmal gibt es das Jochpass Memorial ja noch.